Angelus Novus, der neue Engel. Ein Bild von Paul Klee. Ich liebe ihn sehr. Es war Benjamins Bild ab 1921. Er sagt, ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen. Scholem schrieb Anfang der 20er Jahre über Engelshymnen bei jüdischen Mystikern. Paul Klee schrieb Tagebuch. Diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne gerade so gut bei den Toten wie bei den Ungeborenen. Etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nahe genug. Benjamin reiste, hatte keine Wohnung. Das Bild blieb zuerst bei Scholem. Und der schickt Benjamin gleich ein Gedicht über das Engelsbild. Mein Flügel ist zum Schwung bereit, ich kehrte gern zurück. Denn blieb ich auch lebendige Zeit, ich hätte wenig Glück. Der Freund antwortet, die Engelssprache hat bei all ihrer wunderbaren Schönheit den Nachteil, dass man ihr nicht erwidern kann. Und es bleibt mir nichts, als statt des Angelus dich zu bitten, meinen Dank zu nehmen. Das Bild begleitete Benjamin sein ganzes Leben. Thank you.